Für Dresden, Rostock und Halle hat er schon gespielt. Jetzt ist er neu in Zwickau. Marcel Hilzner, gebürtiger Leipziger, ausgeliehen von Coventry City. Er nahm zunächst auf der Bank Platz und sah einen starken Braunschweiger Start. Schlüter ist das in Spielminute 1. Brinkies muss abtauchen nach 27 Sekunden. Zwickau selbstbewusst nach dem Auswärtssieg im Emsland. 9. Minute. Möker auf Gomez, die Führung für die Westsachsen. Das 5. Saisontor für den Texaner, exzellent vorbereitet von Möker, toll abgeschlossen von Gomez. Tunnel für Fejsic, Torjubel auf der Tribüne. 1000 Fans waren mit dabei. In der Folge viele Braunschweiger Halbchancen. Strompf zu unpräzise, Konzbruch zu unbeholfen und Behrendt zu unplatziert. 1:0, der Halbzeitstand. Durchgang 2 und wieder dauerte es nicht lange, bis die Gäste gefährlich wurden. 47. Minute. Ihorst, Brinkies, Müller und Baumann. Riesenglück für Zwickau. Brinkies zunächst bärenstark, dann Baumann auf der Linie. Es spielte fast nur Braunschweig. Behrendt mit dem Freistoß und Konzbruch verpasst den Ausgleich. Brinkies und der Pfosten bewahren den FSV vor dem 1:1. Kaum Entlastung für Zwickau. 69. Minute, Koskun auf Horn. Das die einzige Offensivaktion in Halbzeit 2 für die Gastgeber. Joe Enox am Rande, Adrenalin am Anschlag. Schlussphase, nochmal Braunschweig, Kobylanski, 82. Minute, wieder pariert Brinkies und dann durfte Zwickau feiern. Der FSV zittert sich zum Heimsieg. Wir können das Spiel genauso einschätzen, wie es war. Es war etwas glücklich. Wir haben einen sehr guten Torwart gehabt heute und wir haben halt eine Abwehr gehabt, die halt alles dafür getan haben, halt diese 1:0 zu retten. Zwickauer Verzückung in 2022. Zwei Spiele gegen Aufstiegskandidaten. Zwei Siege.